Das hört man gar nicht im Mischpult. Wegen dem Noise Gate. Okay, ich habe nichts gesagt. Vergesst, was ich gesagt habe vorhin. Hey, dass ich jetzt natürlich nicht angreifen durfte, ist natürlich... Und da kann der auch schon wieder bauen. Boah, Team Gelb schummelt. Schummelt. Okay, der Turm oder die beiden Türme werden dran glauben müssen. Und Team Grün ist auch eine Bedrohung. Nein, geh da weg! Die ist frisch gebaut, quasi. Boah, ihr fokust mich, ne? Weil ich so viel Platz einnehme, was ich irgendwo nachvollziehen kann, aber... Boah, ernsthaft? Der Bergfried ist fast hin? Ja, das ist jetzt nicht wahr, ne? Hat der noch einen Bergfried? Natürlich! Das ist schon der zweite, den er sicher cheatet durch Kisten. Ich meine, das ist normalerweise... Wehe, der schießt jetzt diesen Bergfried ab. Ich muss hier eine Burg hinbauen. Vor die Festung. Ich muss das irgendwie entlasten. Aber das ist... Boah, ist das... Was macht er denn? Ja, das ist ein schwieriges Spiel. Wenn ich ehrlich bin. Natürlich. War es das jetzt? Mit dieser Kette? Mit meiner Burg? Meinen Bergfrieden? Natürlich. Natürlich. Ich starte wieder am Anfang. Und ich durfte meine Burg nicht mal benutzen. Das ist, weil ich Team Gelb als quasi erledigt tot und ich sag mal unbeweglich geschrieben habe. Nichts. Quasi. This shall be the start of the end for all that is good. Yes. Ja. Jetzt ist die Frage, schießen sie trotzdem noch auf mich, auch wenn ich nichts mehr habe? Die Palme. Oh mein Gott, die Palme. Okay. Palme. Palma, Palma de Mallorca. Oh! Aber warum? Okay, nee, ich dachte, der fokussiert den Bergfried. Ja. Ja, boah, 506, Alter. Uiuiuiuiui. Lena ist bereit zum Losschlagen, Alter. Gut, dass nicht ich das bin. Ich würde nämlich herumwüten. Ja, ja. Mir wurde der gar ausgemacht. Ich noch. Ja, tatsächlich. Wenn die das dürfen mit dem doch keinen Turm bauen, obwohl alles putt und kein Ort des Sieges, dann darf ich das auch. Wer hat mir denn jetzt eigentlich so den Erdbogen gleich gemacht, ne? Das war Team Gelb. Mit seinem hässlichen Rhinoceros. Mit seinem hässlichen Rhinoceros. Aber da komme ich nicht hin. Da sind so viele Stolperfallen. Super Massaker hatte ich schon. Macht die Minenwelle hier Sinn? Weiß ich nicht. Die Minikanone ist ja heute so beliebt, ne? Hab ich gut getroffen, oder? Ich habe ein bisschen was vom Bergfried getroffen. Ja, doch, das ist okay. Das ist okay. Für einen Bergfried. Mit Doppelschaden. Bitte was? Wie drei Orte des Sieges? Aber egal, was er macht, er
Er kann die nicht an die Festung klatschen. Oder? Ja, okay, das ist echt hässlich. Aber nein, jetzt ist es durch beide Türme geschützt. Aber das bringt ihm halt am Ende des Tages auch nichts. Jetzt wollen sie alle auf Team Gelb. Weil die da gar keine so hässliche und... oder Team Grün Position haben, wollte ich sagen, weil genauso wie ich kann ja Team Gelb auch sich den Leuchtturm schnappen und dann auf der anderen Seite weiterbauen. Und das war's mit Team Gelb. Ich muss zugeben, die Ehre hätte ich gerne gehabt, aber andererseits, ich habe ja drauf geschossen. Und es geschieht ihnen mehr als recht. Mir alle meine Bergfriede zu nehmen und eine Burg, die ich nicht mal benutzen durfte. Ob es glaubt oder nicht, aber meiner Meinung steht, das geschieht denen recht. Kleopatra bleibt unvergessen? Nein. Die will ich ganz schnell wieder vergessen. Ich weiß ja nicht, welcher Wurm das war, der mir da meine Bergfriede genommen hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Arschloch. So, die Weltenwechsler. Ja. Die nicht unbedingt ins Bild passen, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ich... Okay, was immer passiert sein... Vierter Ort des Sieges, das wird ein Bergfried. Das hängt an allen drei Bergfrieden. Weil man den Leuchtturm ja logischerweise nicht zerstören kann. Boah, krass. Beziehungsweise nein, es hängt an den beiden Bergfrieden. Quatsch. Es muss ja eine Festung, eine Verbindung zur Festung entstehen. Und die wäre ja damit weg. Okay, gut, dann ist es... Okay, aber dann ist es trotzdem krass. Ja, Team Grün hat nicht unschlau gebaut. Oh, wow. Frohes Neues. Das hätte für die ganz anders ausgehen können. Das hätte für die ganz anders ausgehen können. Sag mal, was ist das denn? Ey, das ist doch frech. Das Schicksal, das will mir doch eins überwirken. Ich darf hier schon wieder bauen? Hä, ich hab doch... Okay. Ich meine, danke. Ist mir egal. Ich, was soll ich denn sonst machen? Team Blau? Nee, das soll Team Grün machen, bitte. Das soll schön Team Grün machen. Andererseits... Ich muss so langsam anfangen, auf Team Grün zu gehen, ne? Sonst gewinnt das Überhand. Hätte in der übernächsten Runde eine Zitadelle. Ich taste mich langsam voran. Sehr langsam. Nicht eine Mine? Entschuldigung. Ich habe heute noch nichts gegessen. Oh Gott, ey. Ich glaube, Team Grün nimmt uns alle auseinander. Oder tatsächlich mich und Team Blau wahrscheinlich. Drei Orte des Sieges. Und der nächste ist noch... Nee, es ist... Der baut... Oh Gott, der baut ja jetzt eine Burg hin. Ah, kann er nicht. Okay, das wird mich jetzt... Das wird mich jetzt nerven.
Hey, und das hat ihn aber nicht selber getroffen. Time to implement Plan X. Wie darf ich denn das jetzt verstehen? Man kann seine eigenen Gebäude treffen. Oder auch Schaden zufügen. Wenn der da seine Zitadelle hinbaut, ist meine Festung hin. Wie der seine Zitadelle hinbaut? Eigentlich hier. Mine. Die Mine war genau richtig. Und das war ein essentieller Bergfried. Ja. Ja, war es. Ja, hier hinten bin ich natürlich absolut fehl am Platz, ne? Das ist klar. Ich weiß, es gibt Wurmwahl, aber da habe ich immer noch Schiss vor, weil Spielabstürze und so. Aber reicht es, glaube ich, wenn ich hier stehe, na gut, ich will hier angreifen, ne? I want to angreifen. Habe ich noch einen Berg für? Ich habe zwei Orte des Sieges, ne? Ja, von daher passt das. Ich will ja eine Burg, ne? Ich will ja eine Burg. Aber ich weiß nicht, ob ich die da hinten hinbaue, um ehrlich zu sein, weil... Ich glaube, ich baue die da vorne oder so hin. Ich muss mal gucken. Ja. Ja, ich, Oh! Nice! Der eine Bergfried ist weg. Der andere steht noch. Aber... Na? Er kann da auf jeden Fall nicht bauen. Und es ersetzen. Und jetzt hängt alles an diesem Bergfried. Wo auch noch eine Kiste draufsteht. Was es mir erleichtern wird. Aber ich jag da einfach mit meiner Burg eine Brieftaube drauf und dann hat sich das. Wenn Team Grün mich jetzt nicht gleich eliminiert und auslöscht. Oh, Zitadelle. Was ist denn, warum ich, dass das Konstrukt hier oben überhaupt funktioniert, ist mir ein Rätsel. Ja, der ist ja auch dumm. Oh, okay. Warte mal. Wo hat er den jetzt gerade drauf gezielt? Für Team Grün ist das ein bisschen tief, ne, Kollege? Ah! Ja. Das war's mit Team Grün. Grüns? Burgen. Mit den Burgen von Team Grün. Beide weg. Und somit auch meilenweit weg von der Zitadelle. Weil darunter fallen eins. Warte. Zwei Orte des Sieges. Nice. Aber Team Blau... Vielleicht war es das auch schon ganz mit Team Grün. Hallo, Seymour Guado. Dr. Shinra und Sephiroth. Okay, Dr. Shinra. Doch, muss auch dran glauben. Gibt es noch einen grünen Wurm? Irgendwo? Ich frag ja nur. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ja, okay, Kaius. Kaius ist noch da, okay. Gut. Auch wenn ich es cool gefunden hätte.
Ich hole noch mal ganz kurz meinen Tee auf. Bitte nicht wundern. Ernsthaft, jetzt fängt ihr auch noch an zu cheaten? Also, cheaten in dem Sinne. Yo! Krass. Krasses Statement, Bruder. Ich meine, auf den Turm kann er halt mehr als nur verzichten. Da hängt halt auch nichts dran. Kein Ort des Sieges. Warum hat er den überhaupt dahin gebaut, frage ich mich. Ja, um ehrlich zu sein, okay, Gewichtsverlagerung. Mal im Stuhl. Misslingt. Vielleicht sollte ich mich mehr bewegen. Ist aber nur eine Vermutung. Ja, ich glaube, ich stehe mittlerweile wieder ganz gut da, ne? Denke ich. Ich meine, klar, ich habe keine zwei Burgen. Davon ab, ich habe nur noch eine. Und die baue ich jetzt. Aber Team Blau wird jetzt dran glauben müssen. Weil. Naja, Team Grün hat nicht wirklich eine Chance, sag ich jetzt mal. Vor allen Dingen, es ist ein insgeheimes Zeichen, dass man aufgibt, wenn man ein Krankenhaus baut. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, aber. Ist das so schlau? Bin ich gut, oder? Weiß ich nicht. Raffenspiel. So, endlich darf ich meine Burg benutzen. Mein Gott. Achso. Entschuldigung. Team Blau. Ich glaube, der Turm da oben. Ach nee, beides müssten ja beide, ne? Aber da sind Kisten. Ich glaube, die sorgen für den Rest. Aber die Brieftaube, die ist mir zu ungenau. Die ist mir schlichtweg zu ungenau. Okay, der Pfosten ist im Weg. Hä, warum? Ich sehe dich gar nicht auf dem Bildschirm. Ja, ist okay. Spar dir deine Witze. Und ich fokussiere den. Bisschen den unteren. Weil ich glaube, der andere ist leichter zu treffen. Ich weiß nicht, wenn ich genau in die Mitte gezählt hätte, hätte es dann für beide gereicht? Der explodiert so. Ja, dass jetzt alles an diesem Turm hängt. Aber hätte der Explosionsradius gereicht? Jetzt nochmal so drauf gefragt? Ich muss mal kurz antworten. Moment. Ja, entschuldigt, ich musste da mal ganz kurz antworten. Dass alles an diesem Turm hängt, das ist ja, oh mein Gott! Was ein Five-Head-Move! Nein! Das hatte ich ja jetzt gar nicht auf dem Schirm. Oh mein Gott! Eine Zitadelle zu zerstören ist natürlich durchaus, aufwendiger als nur ein Turm, ne? Und ich glaube, das war's für Team Grün, ne? Nee.
das alles? Für ein Krankenhaus? Und die Festung hat nichts abbekommen. Oh mein Gott, Team Blau hat einfach gerade den absoluten Five-Head-Modus gemacht. Oh mein Gott. Und Kaius lebt noch. Altazinova. Das war, der hat einfach eine Zitadelle direkt an seiner Festung und an allem anderen. Hängen Burgen, Bergfriede, alles. Das heißt, seine Festung hat einen enorm hohen Wert an Schutz oder AP. Ich weiß nicht, inwiefern das gerechnet wird bezüglich Festungskraft. Alter. Alter. Das ist, wow. Also das hätte ich von denen, also wow. I see my weapons have arrived. Wow. Ich bin positiv überrascht, tatsächlich. Positiv deshalb, weil... Continue the construction, please. Das könnte ein krasses Match werden. Oh mein Gott. Wow. Ja. Das war ein krasser Plot-Twist, muss ich gestehen. Ist das dein Ernst? Du gehst auf mich? Der hat eine Zitadelle. Ist das dein fucking Ernst? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich hätte dich nämlich sonst auseinandergenommen, wenn du mir diesen Bergfried jetzt genommen hättest. Und somit auch meine letzte und einzige Burg. Und halt die Möglichkeit, auf dem Ort des Sieges zu bauen für meine Zitadelle. Boah. Huch. Ja. Man soll nicht meinen, dass man mich nicht doch klein kriegen kann. Ne? Aber das haben wir schon in diesem Let's Play gesehen. Sogar in dieser Staffel. Ich erinnere an den nicht Turm der Macht, an die Frage des Glaubens. Also die Map, die Frage des Glaubens. Was ist halt die Frage, deswegen habe ich es verweiblichfiziert. Nee, das klingt, als hätte ich irgendwas oder irgendwen geschlängert. Gut, hier baue ich jetzt natürlich. Was? Das ist von Team Blau. Deswegen kann ich da nicht bauen. Du bist doch ekelhaft! Ich dachte, das ist egal. Aber nee, true. Oh, ist das. Oh, das ist doch jetzt nicht dein verfickter Ernst, oder? Jetzt muss ich die Burg da hinten bauen. Was vielleicht gar nicht so dumm ist, weil, welche Burg vor allem? Ah! Aber brauche ich da halt meine Zitadelle gleich hin, oder? Ich muss mal gucken. Ich würde meine Zitadelle schon ganz gerne vor die Festung platzieren, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin. Oder ich baue die... Ich weiß es nicht. Lasst mich mal ganz kurz gucken, wie ich jetzt hier Team Blau schädigen kann. Ich weiß, den größten Schaden habe ich, aber... Ja, die Zitadelle muss weg. Kann ich hier auf diese Weise irgendwie... Kriege ich nur die Burg klein. Bei dem Turm, da wird halt irgendwas Neues hinbauen, ne? Aber ich packe da Minen drauf. Ist mir egal. Das ist mir halt hart egal. Das ist mir halt so hart egal. Aber warte, der kommt von links. Und ich denke, durch die Minen wird er seine Zitadelle dann nicht mehr nutzen können, weil diese Oberfläche da zerstört wird. Ich weiß, das ist assi. Aber ich muss mich ja wehren. Ich
Danke. 190. Ha, der ist tot. Jalapeno reckt die Füße empor. Ja. Ja. Ich weiß, ich hätte auch auf meine Burg gehen können. Um dann mit einer Brieftaube zu arbeiten, aber... Ich glaube, die Minen waren taktisch ganz klug. Weil... Wenn er auf die Idee kommen sollte, seine Zitadelle jetzt zu reparieren, was ich durchaus nachvollziehen könnte oder kann, die Minen bleiben. Die Minen bleiben. Und wenn er in die Nähe kommt, macht's Boom. Ich bin jetzt gespannt, was Team Gelb machen wird. Team Gelb, ja, lol, die sind raus. Team Blau.